Sex mit nur einer Person. Genau das habe ich getan, die letzten Monate. Guten Morgen. Ja, jeder, der meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich offene Liebe lebe und der assoziiert automatisch, dass ich Sex mit allem und jedem habe und so oft es geht und so sehr es die Zeit und das Bedürfnis zulässt. Aber genau das ist eben nicht der Fall und ich möchte euch heute erklären, warum das so ist. Also offene Liebe bedeutet für mich, Liebe in die Welt zu tragen, fließen zu lassen. Das bedeutet, wenn ich eine Person sehe, dass ich mich nicht begrenzt fühle, dass ich mich nicht einschränken muss, sondern mit dieser Person alles machen kann, was ich möchte. Genau dieser Passus, alles machen können, was ich möchte, das bedeutet für die meisten, oh, ich kann auch Sex machen. Warum bedeutet es das für die meisten? Weil die meisten sexuell nicht zufrieden sind und sofort genau das machen würden. Wenn man es aber allzeit fließen lässt und in seinem Leben auch schon gut hat fließen lassen, dann ist die Sexualität überhaupt kein Punkt mehr, der eine große Priorität hat. Wenn es dazu kommt, wunderbar. Aber die letzten Monate, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ich habe nicht nachgezählt, habe ich nur Sex mit einer Person gehabt. Und das, obwohl ich mit jeder Person Sex machen könnte. Und dazu möchte ich eben auch sagen, warum. Der eine Punkt, den habe ich schon genannt, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe, mit jeder Person Sex zu haben. Und deswegen, wenn ich in meinen Videos, wo es um offene Liebe geht, dann immer drunter lese, ja, boah, ich will ja gar nicht jeden Tag mit jemand anders schlafen. Ich gehe da nicht immer explizit drauf ein, aber das ist normal, dass ich nicht jeden Tag mit einer anderen Person schlafen wollte. Das ist vollkommen normal. Das hat aber nur partiell mit offener Liebe zu tun. Offene Liebe heißt einfach, ihr beschränkt euch nicht und ihr beschränkt euch nicht eurem Partner. Und bei mir ist das so, mit Sex geht ja auch immer einher, dass man das Potenzial trägt, ein Kind zu zeugen. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung. Und da bin ich persönlich auf, ja, sensibilisiert, wenn es zur Sexualität kommt, wenn es zur Penetration kommt, dass eben dann, ja, dass ein Kind gezeugt wird im Raum stehen. Das ist auch eine Energie. Das ist eine Energie, dass das Leben gezeugt wird. Und das ist eine, wie gesagt, eine Verantwortung und eine gewisse, ja, Sache, die man nicht einfach so macht. Und natürlich gibt es in der Sexualität noch auch andere Formen. Aber dann kommt der Punkt dazu, dass viele Menschen in dieser Gesellschaft sich nicht wirklich lieben und sich nicht wirklich um sich kümmern und dadurch oft Krankheiten haben. Insbesondere natürlich dann eben, wenn es um Sexualität geht, auch Geschlechtskrankheiten. Und da ich nicht jedes Mal deine große Leibesinspektion machen möchte und dass die Energie sowieso auch zerstören würde, dann lasse ich das einfach weg. Und dann kann ich fließen lassen in einem sicheren Rahmen. Und dieser sichere Rahmen bewegt sich bei mir, dass man kuschelt. Wenn ich zählen müsste, mit wie vielen Personen ich gekuschelt und geküsst habe, das gehört für mich auch so ein bisschen zusammen, je nachdem, wie anziehend man sich findet, je nachdem, wie die Energie ist, das ist schon mehr. Und das ist auch was, was sich durch und durch gut anfühlt. Und das ist aber auch etwas, was man, wenn man sich nicht komplett fließen lässt und nach dem Partner nicht komplett fließen lässt, was schon eigentlich dazu zählt, dass man jemanden betrügt, wenn man jemanden küsst. Also insbesondere, wenn es ein Kuss aus Leidenschaft ist, kein freundschaftlicher Kuss. Und das verwehre ich mir natürlich auch nicht. Weil dieses ist zum einen nicht mit der Verantwortung verbunden, neues Leben in die Welt zu setzen und dann darauf auch irgendwo Obacht zu geben. Und zum anderen ist natürlich auch diese Gefahr von Krankheiten beim Kuscheln und Küssen minimiert. Aber auf der anderen Seite kann man so viel geben. Man kann so viel
so viel Liebe in die Welt hinausbringen. Und jeder, der vielleicht schon einmal so intensiv jemanden gedrückt hat, der vielleicht nicht auch der Partner ist, der wird merken, das ist bei vielen Menschen eine ganz andere Energie. Und ich war auf der Revolution und habe dort viele Menschen gedrückt und diese Menschen sagten einfach, oder einige davon, oh, das tat mir total gut, das tat mir total gut. Und es gibt ja auch diese Free Hugs oder kostenlose Umarmung auf verschiedenen Festivals, wo du hingehen kannst und dich einfach umarmen kannst. Und auch die Kuschelpartys haben irgendwo auch ihren Sinn darin, dass man auf einem sicheren Terrain kuscheln kann. Gut, da kann man nicht küssen, aber ja. Und das ist ein Punkt, den möchte ich einfach aus meiner Erfahrung euch mal so mitteilen. Dass ich eben die letzten Monate nur mit einer Person Sexualität gehabt habe. Das ist die Cecile, mit der ich auch zusammen wohne. Und ja, einfach auch so, weil viele Menschen assoziieren mit offener Liebe halt immer Sexualität. Und das ist so schade, weil offene Liebe hat das Potenzial, die Welt zu revolutionieren und zu einem schöneren Ort zu machen. Und das hat nichts mit Sexualität zu tun. Gar nichts. Das kann ein Teil sein, aber da gibt es so viele andere Sachen, die man in Liebe tun kann. Gartenarbeit, man kann in Liebe essen, man kann in Liebe spazieren gehen, man kann in Liebe sich unterhalten, man kann in Liebe einen Film gucken. Man kann so viele Dinge in Liebe tun und Sexualität ist nur eine davon. Und das Problem ist, und auch das hatte ich eingangs erwähnt, dass viele Menschen sexuell unzufrieden sind, das erlebe ich immer wieder, und dass das Erste ist, wenn sie offene Liebe machen, worauf sie fokussieren. Aber wenn ihr selbst voller Liebe seid und euch habt immer fließen lassen und da nicht irgendwie ein Problem aufkommen habt lassen, dann ist das nicht das, was ihr fokussiert in der offenen Liebe. Da geht es um mehr, da geht es nicht auch nur um euch und euer Ego und eure Bedürfnisse, sondern geht es auch tatsächlich um alle. Und wenn ihr dann jemand kuschelt und wenn ihr jemanden küsst, dann ist das kein Gefühl von Bedürfnisbefriedigung. Dann ist das ein Gefühl von Einssein, ein Gefühl von, das ist richtig, das ist schön. Und deswegen ist es für mich unerklärbar, wie so viele Menschen die offene Liebe ablehnen können. Ich hoffe, ich konnte euch so ein wenig Einblick in mein Privatleben, in meine Sexualität geben, wie das abläuft und wie das so die letzten Monate abgelaufen ist. Ich mache immer mal ein Update zu allen möglichen Dingen und ja, schreibt mir einfach, was dieses Video in euch ausgelöst hat, eure Gedanken, eure Gefühle, und wir sehen uns dann unten in den Kommentaren. Bis dann, euer Christian.